Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Another Brick in the Mall. Mein Name heißt Garderol, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich habe eine kleine Beobachtung gemacht, die mich so ein bisschen stutzig macht und die eventuell darauf schließen lässt, dass wir ein bisschen was optimieren können. Zum einen aber hier erstmal vorher 5000 Verkäufe insgesamt haben wir erreicht und 40 verschiedene Produkte haben wir nochmal erreicht, warum auch immer. So, folgende Theorie. Wir gucken uns mal die Leute an. Die hier zum Beispiel. Holt Snacks, kauft die und geht. Diese Dame hier. Soda, kauft die und geht. Der junge Mann. Juices, kauft die und geht. Lässt mich auf Folgendes schließen. Die Leute kommen in meinen Shop, kaufen ein Teil und gehen. Theorie. Wir machen im Moment am Tag so, ihr seht die Profite, die werden immer weniger. Aber so zu Spitzenzeiten, wenn die Leute nicht so viel brauchen oder mehrere Sachen brauchen, ich weiß es nicht, wie das funktioniert, sind das hier so die Werte, die wir haben. Immer 12 Tage, das glaube ich wird funktionieren, wenn wir da jetzt einen kleinen Test machen. Denn ich würde gerne, oh, jetzt ist auch gerade die Boutique fertig geworden, toll. Folgende Idee. Um zu testen, ob meine Theorie stimmt, machen wir Folgendes. Wir machen 1, 2, 3 Kassen. Und machen Folgendes. Und dazu halte ich jetzt einmal die Zeit an, es tut mir leid. Store. Und sagen, das hier ist ein neuer Store. Das hier ist ein neuer Store. Das hier ist ein neuer Store. Und zwar ist das hier wie nennen wir den? Ich weiß nicht, wie nennen wir den denn? Den nennen wir mal Store 3. Ist nicht so toll. Eis Garder. So, der macht auch von 8 bis 0. Und Storage können wir ja ruhig das hier auch nehmen. Das kann also, ein Storage kann sich zwei Sachen teilen. Und das hier wird unser Tiefkühlladen. Das heißt, hier gibt es nur Tiefkühlsachen. Wir stellen noch einen weiteren Kassierer ein. Und wir stellen noch einen weiteren Kassierer ein. Und ihr wisst ja, ich mache das, weil ich es eigentlich lieber kleinteilig mag. Wir haben jetzt gesehen, ja, ich könnte es theoretisch hinbekommen, dass wir so einen riesengroßen Klotz bauen, aber schön. Nee, ne? Also schön ist das nicht, deswegen machen wir es mal so. Und was ich dann gucken will, das sehen wir natürlich dann erst morgen. Also wird die Zeit mal wieder laufen. Eis Garder. Jetzt gehen natürlich die Leute immer noch in den Store rein, na toll. Und klauen die Sachen und gehen wieder. Und ab morgen können wir dann sehen, ob meine Theorie stimmt, dass, wenn wir. Und ich glaube, wir brauchen dann zwei Kassierer, oder? Ja, wir brauchen auf jeden Fall zwei. Sekunde mal. Kassierer. Das ist ja eine tolle Auswahl. So, Pest. Oder vielleicht doch lieber Cholera. So. Und wenn meine Theorie stimmt, passiert morgen Folgendes. Wir werden deutlich mehr Gewinn haben. Wenn es stimmt. Und wenn das stimmt, dann wissen wir ja, wie wir das demnächst machen. So, das heißt, heute werden wir ein bisschen Verlust haben. Warum? Weil die Leute hier klauen wie die Raben. Aber das ist ja noch Beta, das heißt, oder Early Access. Und wenn ich so ein bisschen beobachte, was der Entwickler sofort, ich meine, der muss, da gibt es ja immer so ein paar Forecasts, ne? Haben wir eigentlich 5 Kassen, ist es das Maximum, was wir haben, ne? Skada Store, maximale Mitarbeiterbeteiligung 5, passt, genau. Machen wir weiter. Sollte passen. Und da sehen wir aber auch schon, dieser, mehr als 5 Kassen geht hier nicht, ne? Weil wir, dann haben wir hier, gucken wir mal. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob meine Theorie stimmt. Wenn die stimmt, machen wir nämlich als nächstes daneben den Klamottenladen. Bild, Assign, Store, Schwupp. Das sollten wir auch umbenennen in Nein. Fashion Garder. Gut. Ja. Jetzt bin ich mal gespannt.
Also da kommen dann hier die Klamottensachen rein. Könnten wir jetzt schon machen, aber machen wir noch nicht, weil wir wollen natürlich jetzt erstmal gucken, was macht der jetzt schon bei der Alkohollizenz? Ich will diese Alkohollizenz nicht haben. Wir machen jetzt Elektronik. So. Ja, jetzt bin ich gespannt. So, nochmal in Erinnerung gerufen, unser Rekord lag bei 54 gleichzeitigen Fahrzeugen, bei 318 Verkäufen und 54 natürlich gleichzeitig Kunden. So, wir sehen jetzt, so, und jetzt beobachten wir mal einzelne Kunden. Zum Beispiel diese Dame hier. Holt sich jetzt hier frisches Obst. Wir können ja, glaube ich, sogar folgen. Zack. Nein, folgen. So, jetzt geht die hier zur Kasse. Stellt sich an, wartet, bezahlt das Obst. Und wenn ich Glück habe, geht es jetzt nicht zum Auto, sondern geht auch noch in den anderen Laden rein. Und dann geht meine Theorie auf und ja, wir brauchen mehr Kassierer. Nein, die Dame geht nach Hause. Toll! Auf jeden Fall brauchen wir mehr Kassierer hier. Manage. Stuff. Eisgada. Diese Namen. Kassierer. Noch einer. Kassierer. So, mehr geht nicht. Mehr geht nicht, dann haben wir nämlich keine Kassen mehr. So. Und da gibt es eine Warnung. Das ist jetzt die Warnung hier oben im... Nee, Restaurants fehlen. Okay. So, gehen wir weiter. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt weniger verdienen, weil die Leute hier länger in der Kasse stehen. Und deswegen nicht in einen zweiten Laden reingehen, weil die hier so lange stehen. Wer weiß das schon? Ja, ist ja gut. Also, drei Kassierer werden wahrscheinlich auch nicht reichen. Oder? Ich fürchte nicht. Wir bauen noch einen vierten. Objects. Checkout. Bam. Manage. Hire. Kassier. Hire. Kassier. Hire. Clerk. So, den Clerk machen wir mal hier versetzt. Schwupp. Und den hier machen wir auch versetzt. Schwupp. Und den Kassierer hier machen wir auf. So. Haben wir vier Kassierer morgen. Das soll auf jeden Fall reichen. So, was ist denn jetzt mit unserem Gewinn? Und siehe da, meine Theorie scheint korrekt zu sein. Wir haben zwar jetzt noch nicht deutlich mehr Verkäufe, aber wir haben auf jeden Fall mehr Profit. Und das, obwohl wir mehr Mitarbeiter haben. Und das einfach nur, indem wir kleinteilige arbeiten und zwei Shops gemacht haben. Das heißt also, die Theorie, dass wir das so machen sollten, ist meiner Meinung nach bestätigt. Wir schauen jetzt noch natürlich uns das Ende des Tages an. Aber ich würde mal sagen, dass das stimmt so. Das heißt, es hätte sogar wahrscheinlich Sinn gemacht, wenn wir jetzt hier die Getränke rausgenommen hätten. Oder hier würden wir noch ein paar Sachen rausnehmen, die wir zunächst dann vielleicht zunächst mal in den Baumarkt stellen oder sowas halt, ne? So. Fazit des Tages, 794. Ne? Mehr Verkäufe. Ohne, dass wir mehr, also daran sieht man es ja. Wir haben 54 Maximum, also ein Peak an 54 Leuten noch nicht überschritten, aber trotzdem deutlich mehr Verkäufe. Das heißt, die Leute gehen offenbar in mehrere Läden rein und kaufen im Laden, im ersten Laden eins, im zweiten Laden das zweite und im dritten Laden das dritte. Das bedeutet, wir sollten an diesem Schema, wie wir es jetzt haben, festhalten. Das heißt, jetzt kommt hier unser Fashion Store. Und das ist wieder eine Besonderheit, weil da verdient man die richtig dicke Kohle. Warum, zeige ich euch gleich. Denn diese Sachen sind deutlich mehr wert. So, was haben wir denn hier? Sechs Sorten insgesamt. Eins, zwei, drei. Machen wir ruhig ein bisschen weiter auseinander, das sind ja, damit die Leute da so ein bisschen gucken können. Ne? Die können da so ein bisschen wühlen. Und hier haben wir noch, glaube ich, auch noch was Neues dazu bekommen. Oder Herren- und Damenschuhen und Unterwäsche. Genau. Eins, zwei, drei, vier. Machen wir mal richtig extravagant und groß. Und dann brauchen wir hier noch Kassen. Kassen, Kassen, Kassen. Wo war es? Da. Machen wir auch ruhig wieder. Eins, zwei, drei, vier. Balla, balla hier. Und dann können wir das zuordnen. Und da machen wir jetzt T-Shirts hin. Und Pants. Und Dresses. So Kleider. Shirts. Jackets. Und Coats. Mäntel
Und Männerschuhe. Ich glaube für Damen. Ach, ich habe einen Fehler gemacht. Bei Damenschuhen habe ich einen Fehler gemacht. Moment. Bei Damenschuhen müssen wir das natürlich wie folgt machen. So, pass auf. So. Also Männerschuhe. Dann Männerunterwäsche. Damenunterwäsche. Und hier Damenschuhe 1. Damenschuhe 2. Damenschuhe 3. So, jetzt passt es. Und ist sogar zu groß geworden. Vielleicht. Mal schauen. So, Mitarbeiter brauchen wir auch noch. Das heißt, wir sagen jetzt hier Fashion Garda. Fashion Garda soll geöffnet haben von 8 Uhr bis 0. Mitarbeiter brauchen wir einen Kassierer Nummer 1. Kassierer Nummer 2. Kassierer Nummer 3. Kassierer Nummer 4. Clerk Nummer 1. Clerk Nummer 2. So, dann diese beiden Kassierer hier gehen dann auf 16 Uhr. Diese beiden Kassierer gehen auf 16 Uhr. Zusammen mit diesem Clerk. Wo ist? Hab ich da? Warum? Wer? Wieso? Ach, Kader, du bist manchmal, also du bist echt. So. Machen wir das so. Und den anderen. Nur nach vorne. So. Fertig. Nächster Laden fertig. Ist noch rot. Warum ist der rot? Weil ich natürlich wieder vergessen habe, den zu ersignen. So. Damit funktioniert er auch. Kann ruhig auch wieder dieses Lager benutzen. Im Moment noch. Müssen wir kein neues bauen. Und jetzt gucken wir uns mal hier unseren Betrieb an. Eigentlich sollte sich ja jetzt herumsprechen, ne, dass wir hier zufriedenere Kunden haben mit... dass wir die auch schneller bedienen können. Und deswegen erhoffe ich mir, dass wir heute einen neuen Sales-Rekord aufstellen. Bei den Parkplätzen und so ist das noch nicht der Fall. Immerhin sind schon die Shopkeeper hier. Die haben ja schon den Shop in Betrieb genommen. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Oder schon der erste Kunde? Nee. Hm. So, jetzt können wir eine andere Sache noch schön sehen, während wir hier ein bisschen drauf schauen. Und zwar, wenn wir hier auf Gardas Tor gehen, sehen wir, wir haben insgesamt, ne, Net Profit 1100, 41%. Bei Eis Garda haben wir 41% auch und 500. Und hier geht jetzt der Beauty-Laden los. Und jetzt guck mal auf die Zahlen. Morgen. Wir gucken dann morgen mal auf die Zahlen. Guck, da sind die ganzen Kleider, ne? Schöne Kleidchen und hier die Schuhe für die Damen in 35 Regalen. So muss das sein. Und ich glaube, hier ist ein bisschen zu viel Mitarbeiter. Also nachts haben wir echt zu viel. Da sollten wir vielleicht mal gucken, ob wir hier bei Eis Garda die Mitarbeiter noch ein bisschen nach vorne ziehen. Zum Beispiel, haben wir denn überhaupt vier? Na, wir haben ja nur vier Kassen. Blöd. So, haben wir mehr Gewinn gemacht? Jawohl. 1263 durch die Eröffnung eines dritten Ladens. Und das ist genau das, was ich meinte. Mit diesem Fashion-Ding kann man richtig Kohle machen. Jetzt pass mal auf. Hier, ne, wie vor, so 2300 bis 500, 18%. Sieht scheiße aus gerade im Moment, ist ein bisschen blöd. Wahrscheinlich waren wir zu viele Mitarbeiter. So, der normale Laden, der normale Laden bleibt bei 1200. Deutlich mehr eigentlich, ne? Der hat gut verdient. 45%. Und jetzt guck mal in den Fashion Store. 418. Obwohl wir nur so ein paar Regale stehen haben. Und das liegt daran, dass die Einzelteile hier, guck mal auf den Preis, Profit pro Teil 80 bis 160 Euro. Bei den Herrensachen sogar teilweise noch mehr. Oder hier bei den Kleidern. 400 pro Stück. Deswegen gut, wenn man es separiert hat. Und da kann man es ein bisschen besser aufteilen. Insgesamt haben wir keine Probleme mit dem Parken. Wir haben keine Probleme mit den Sales. Ja, der Cashflow, der stimmt halt nicht. Das liegt daran, dass wir einfach noch mehr bauen müssen. Vielleicht brauchen wir noch mehr Parkplätze oder so. Ich weiß gar nicht, wie kann man jetzt hingehen und erreichen, dass wir mehr Kunden haben? Ich weiß es nicht. Wir bauen einfach mal ein bisschen mehr Weg. Mehr Weg, verstehst du? So. Keine Ahnung. Was erforschen wir gerade? Electronics, genau. Das wird dann unser nächstes Elektronikmarkt, würde ich sagen. Dann bauen wir hier einen Elektronikmarkt daneben. Alles in die große Mall rein. Würde ich dann gerne in der Mitte irgendwo einen Platz lassen. Und
dann können wir da irgendwann ein Restaurant reinbauen. Das geht hier nämlich auch schon. Ich glaube, wir haben echt zu viele Mitarbeiter jetzt. Andererseits, wenn sich das weiter rumspricht, wir haben ja zunehmende Zahl an Verkäufen. Mehr Verkäufe, mehr Mitarbeiter erforderlich. Aber achtet mal auf den Gewinn pro Tag. Jetzt schlägt halt die Boutique richtig zu. Leute, es hat sich rumgesprochen hier, Garda Fashion ist am Start, ja. Und ja, merkt euch mal hier, 400 hatten wir da zuletzt. Eis Garda hat 216, ist natürlich ein bisschen wenig. Und der Megastore hat bis jetzt 1300, das wird wahrscheinlich so ungefähr bleiben. Und jetzt können wir noch ein paar Parkplätze hinbauen. So, ein paar. Nochmal so und so. Und so, dann haben wir demnächst über 100 Parkplätze. So, gucken wir mal auf das Tagesfazit noch. Das machen wir noch, auch wenn der Timer schon wieder rum ist. Ich weiß es. Nee, lösen wir auf in der nächsten Folge. Ha! In der nächsten Folge seht ihr also, wie hat sich die Boutique am ersten Tag, wo sie sich rumgesprochen hat, geschlagen. Bis dann, besten Dank fürs Zuschauen und was haben wir hier noch? Ja, Restaurants sollten wir bald erforschen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!